Also wenn wir hören, dass du irgendwie versuchst, deinen Bildschirm frei zu wischen, dann wissen wir, dass was gekommen ist, also. Das Stückchen dabei. Du musst ja eh nichts sehen. Das ist ja da egal, läuft fast mein Monitor runter, wartet mal. Ich hab ein Gamescreen. Das sieht ja bisschen nichts, das sind ja keine. Aber dein Bolt ist voll gekotzt. Stimmt. Du siehst eigentlich alles, nur der Bildschirm ist fortgerotzt. Es dauert nur ein bisschen, bis alles runterrutscht. Das war Max, jetzt sieht sich die Peter so spät. Korob und Silvia, glaube ich, ist eine ganz gute Sache. Welcher außergalaktische Lebensraum nennt sich Silvia? Tja, diese Antwort ist korrekt, gut gemacht. Warum nicht, ne? Das ist fantastisch. Danke. Immer gern. Ich würde mal sagen, easy going, ja? Ich denke mal, du wusstest das die ganze Zeit, ne? Also wenn drei habe ich ihn da zurückgehalten. Wenn drei Bildschirme offen sind, dann geht das schon rein. Framerate sinkt. So, da haben wir unser Jobe. Ihr seid wieder dran. Bei der Frage haben Sie Zeit. Sie müssen diese Frage nicht beantworten. Welcher Science-Fiction-Autor schrieb die Episode Griff in die Geschichte aus der ersten Staffel? Griff ins Klo. Harlan Ellison. Isaac Asimov. Asimov? Asimov. Wie spricht man sonst noch aus? Keine Ahnung. Asimov. 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 C. Robert Bloch. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. D. Ray Bradbury. Also nachdem, wie du es ausgesprochen hast? Nein, ich habe es nicht irgendwie ausgesprochen. Also ich habe ähnlich wie Valvo zuerst an Griff ins Klo gedacht. Aber der steht hier nicht aufgelistet. Der das geschrieben hat. Zuschauer? Ich würde euch Zuschauer empfehlen, weil ich habe keine Ahnung. Also von sowas habe ich echt Sie keine haben Ahnung. Immer noch alle drei Joker. Ray Romulus. Den einzigen Autor, den ich aus der Original... Sind Sie sicher, dass Sie den Publikums-Joker einsetzen wollen? Nein, der steht da nicht. Nee, der kennt... Deswegen. Allein von den Namen her hätte ich den Assi genommen. Moff. Den. Ja. Den Asimov. Also ich nehme den Publikum für euch, ja? Ist ja, das rechtens? Ja, okay. Hoffentlich kann das Publikum Ihnen helfen. Nee, jetzt zu spät. Stimmen Sie jetzt ab. Und? Ist Zufall, oder? Wenn die das jetzt alle wissen. Ich war darauf eigentlich, dass 25. Das Publikum hat sich für A entschieden. Harlan Ellison. Glauben wir dem Publikum? Also für Kenny 43% auf Harlan Ellison. War bei Kenny und Valvo letztens auch gut. Und sonst 18, 19, 20%. Ja. Dann nehmen wir A. Nehmen wir A. Harlan Ellison. Ihr wollt D, ja? Nein. Gay Bradbury. Wenn dann ist das Publikum schuld. Wir hatten eh alle keine Ahnung. Ja. Das ist die richtige Antwort. Das natürlich gewusst. Aber den Assi wollten sie am wenigsten. Oh. Wegen dem Namen. Wer will schon gern Assi wählen? Ja. Gut. Also. Bundestagswahl. Aber lassen wir da. Sagen, wir haben doch Merkel. Also Konzentration. Sie haben Zeit. Die Spannung steigt. Moderator, fang an. Sie haben Zeit. Sie müssen nicht mitziehen. Ich muss nicht mitziehen. Okay, tschüss. Kannst auch gehen, ja. Kannst hier oben draufklicken, dann bist du raus. Lass dich nicht unter Druck setzen. Wenn du keine Lust mehr hast, gehst du einfach. Wodurch kann der Einfluss von Omikron-Sporen beendet werden? Extreme Emotionen, lauten Lärm, Wasser oder Triples? Selbstmord. Hilft auch. Boah. Ich mag die Tribbles. Lärm wie beim Venom? Ich war auch gerade bei Lärm, aber mir fällt gerade nichts ein, was lauten. Wasser war bei den Gremlins. Tendiere ja. Gesagt, du A. Fragen Sie das Publikum. Ja. Ich tendiere zu A. Ich will diese Sporen loswerden. Omikron-Sporen. Ja, ja, ja. Genau, das war's. Ne? Ja. Na? Ich musste kurz nachdenken, weil ich dachte, es wäre kurz eine andere Diese Folge. Diese Antwort gewesen, ist korrekt. Wo es Wärme war. Super gespielt. Oder Licht, besser gesagt, Licht.
Okay. Das Licht der Sonne. Google Me 82. Nee, der hat mir nichts geschickt. Er hat mir gar nichts gemacht. Ich muss dein Handy googelt ja, was du sagst. Das ist ja fies. Vor allem, ich habe hier jemanden, der... Das Handy liegt auch nebenan. Der sehen kann, dass ich nicht gegoogelt habe. Nein, also um mich rauszuhalten, weil ihr seht ja, ich bin ja nicht auf irgendwo Memorial oder so unterwegs. Es gibt eine Episode, die heißt Spock außer Kontrolle. Da sind so pfannkuchenartige Schwebewesen, die sich am Rücken festhaften und dann ein Virus in den Körper einschleusen. Dieser Virus kann nur durch das helle Licht der Sonne getötet werden. Deswegen habe ich erst an den gedacht. Es gab aber nichts mit Lärm, was mir dann spontan einfiel. Das mit dieser starken Emotion ist ein Planet, der eigentlich giftig sein soll von der Atmosphäre her. Ironischerweise aber eine Kolonie von Menschen entdeckt wurde, die allerdings von diesem Virus befallen ist. Und von diesem Virus kann man sich nur entgiften, wenn man sich aufregt. Ich glaube, die habe ich echt gesehen. Also da habe ich viele gesehen, aber genau die habe ich gesehen. Scheiße, das kommt mir total bekannt vor. Bei der Frage also, haben Sie Zeit. Bestimmt Kirk mit irgendeiner Bewohnerin was, oder? Ja, Kirk kämpft in dieser Folge mit Spock, um Spock halt zur Wut, also zur Weißglut zu treiben, damit der sich von diesem Virus befreit. Ah, okay. Was Spock sich nämlich auf dem Planeten, also der Virus sorgt dafür, dass man nur noch auf diesem Planeten leben will und sich in den nächstbesten verliebt, der ihn über den Weg läuft. Nett. Ist das der Tripper der Star Trek. Ja, so ungefähr. Das waren die 60er, das waren die Hippie-Zeiten. Zu welcher, also jetzt übrigens, Valvorik und Kenny. Valvorik und Kenny. Zu welcher Zeit werden die Bewohner von Beta 3 gewalttätig? Am roten Tag, rote Woche, rote Stunde oder roter Monat? Also aus Erfahrung, was man so mitkriegt, so im selbigen, in einem eigenen Leben, rote Woche. Das ist immer der gefährlichste Punkt, wenn man in einer Beziehung lebt. Sie können den Telefonjoker einsetzen. Ich möchte jetzt nicht neben Dago sitzen. So, ich habe ja nichts gesagt. Oder an Dagos Stelle sitzen. Ich habe ja nichts gesagt und muss auch nicht auswählen. Von dem her, ich halte mich da einfach zurück. Ich halte mich da auch raus. Ich nehme an, wenn ich euch den Tipp gebe, die Folge heißt Im Jahr des roten Vogels, hilft euch das nicht weiter. Die Vögel. Sie könnten den Telefonjoker einsetzen. Ich glaube schon, dass es ein längerer Zeitpunkt ist. Also ich glaube eher, dass es könnte schon eine Woche oder ein Monat sein. Ich habe nicht gesagt, eine Stunde wäre langweilig, oder? Ich auch nicht gesagt, dass jedes Jahr ist. Vielleicht ist ja nur alle 20 Jahre die Konstellation der Monde so, dass dieser Monat auftritt. Wenn das nur ein Tag oder eine Stunde ist, ist das ja langweilig, oder? Eine Stunde merkt ja keiner. Ja. Eine Stunde Gewalt kann ganz schön hart sein. Aber ein Tag Gewalt kann auch hart sein. Es liegt an Ihnen. Hat man diesen einen Film gesehen, der letztens lief. Kino. Monat Gewalt ist dann nicht hart, oder was? Das ist richtig hart. Oh, über die rote Woche braucht man nicht mehr diskutieren. Die ist raus. Kenny, sag du was. Ich möchte lieber nichts mehr sagen. Es ist Ihre Entscheidung. Also, lass uns Joker nehmen, oder? Oder was? Den Anno-Joker? Anno, du weißt es? Ja. Dann braucht ihr auch keinen Joker nehmen. Habt ihr auch einen Joker? Habt ihr auch einen Joker? Er kann euch ja noch einen Tipp geben. Na komm, dann klick einfach Anno. Nein, gib noch einen Tipp. Nein, gib noch einen Tipp. Ja, ich versuche gerade schon. Problem Sie ist, haben noch den jeder Publikum Tipp schließt Joker. Alles andere immer sofort aus. Das ist ein Nachteil, ne? Wenn du Woche sagst, ist klar, dass der Rest raus ist, ja. Und Rot ist kein guter Tipp. Rot ist kein guter Tipp, ne? Es ist nicht Geld. Es ist das genaue Gegenteil von... Es fängt mit S an. Es ist das genaue Gegenteil von dem Spannungsbogen, den Dago erzählt hat. Was? Hört der Dago zu? Sie können den Telefonjoker einsetzen. Welchen Spannungsbogen? Also Spannungszeitraum, sagen wir Spannungszeitraum. Oder meinst du das, was Kenny gesagt hat? Ich habe eigentlich alles erwähnt. Habt ihr diesen Unterton gehört? Oder ist es das, was, das, was Kenny gesagt hatte? Überall eine Frau sehen.
Und damit herzlich willkommen zurück zum Abo-Special 500 mit dem Kenny, dem Valvorik, der Sayobe und dem Dagomeo und natürlich mir. Anno hat's verkackt. Ja. Anno hat's verkackt. Aber Anno sowas von. Ist schuld. Ein Hoch auf meinen Internet-Provider, ein Hoch auf mein Internet-Provider. Ja, richtig nicht raus. Er war kurz davor zu verlieren. Klar. Ich habe noch nicht mal die Frage gehabt. Weißt du, mit also ich hatte gegen das Kabel geschnippt. Direkt rausgenommen. Ja. Endlich habe ich Hater. 4 Stück an der Zahl. Yay! Ich hab's geschafft. Reißt die Telefonleitung aus der Wand. Oh, Internet ist zufällig gerade weg. Ich kann es dir gar nicht erklären, warum. Nee, ich das auch zu nicht. Dieser Stunde, zu dieser blutigen Stunde, roten Stunde. Ja. Ja. Also für alle, die sich gerade über diesen eigenartigen Cut gewundert haben, das Spiel ist, also nicht das Spiel, das Spiel lief noch weiter. Das Internet bei mir ist zusammengebrochen, wirklich durch meinen Internet-Provider, vielen Dank. Mein Vertrauen dahin geht jetzt verloren. Jetzt erst? Seit gestern Abend, 2 Minuten nach dem Absturz. Spielen wir jetzt Clone Wars oder warum schauen die alle drei gleich aus? Star Trek The Clone Wars, hä? Leben lang und in Frieden. Ich will wieder blau sein. Die leben schon in dritter Generation. Sollen wir die Gruppen gleich lassen oder anders machen? Jetzt sind wir schon eingespielt. Wir wissen nicht alle. Egal, ich bin alleine. Star Trek. Muss ich wieder die Gruppe alleine tragen. Ich habe gestern viel gelernt. Ach ja, ihr wollt eine Frau. Ne? Jetzt habt ihr eine Frau. Ich finde, Gruppe Anno könnte sich mal ein bisschen rebuilden. Gruppe Anno braucht Unterstützung, dann muss er nicht immer wieder falsch klicken, damit andere ausscheiden. Ja, ich finde das ganz zufällig. Nein, also zur Erklärung für alle. Also, das Internet ist zusammengebrochen, dadurch ist TeamView und Skype weggefallen. Das hat mich automatisch auf den Desktop gezwitscht. Ich wollte dann auf dem Desktop wieder das Skype starten. In dem Moment ploppt das Spiel allerdings wieder auf, weil es meint, ich gehöre in den Vordergrund und ich klicke natürlich die ironischerweise die falsche Antwort. Herzlichen Dank, mein Internetprovider. Und dadurch sind Valvo und Kenny rausgeflogen und deswegen starten wir jetzt halt nochmal eine kleine Runde von vorne. Leute, könnt ihr das riechen? Einfach nicht die richtige Antwort. Es riecht so faul, das? Leute. Es riecht eine faule Ausrede, ja? Es riecht irgendwie total faul gerade. Ich fehl gleich wieder. Nein, du siehst heute anders aus, Anno. Ja, ich nehme jetzt den Frauenvorteil. Was Falsches gegessen? Also geht's besser. Ich fühle mich so aufgebläht. Es war auch das, was so ein bisschen faul gerochen hat. Aber Aber Costa Rica hat Wer wird Millionär. Ich hab schon gedacht, wo kommt dieses Wissen her? Willkommen bei Wer wird Millionär? Spielen wir. Lasst uns ein Spiel spielen. Ja. Yeah. So, also wieder in die Quick-Runde. Ich versuche mal die. Diesmal irgendwie. Ordnen Sie die Wörter so, dass der Originaltitel der Episode 19 aus der zweiten Staffel herauskommt. Little War Private. Little Private War, würde ich sagen. Schauen wir uns das Ergebnis an. Ja. Du Noob. Nicht mal das kriegt er hin. Also wenn gleich wieder die Verbindung abstürzt, liebe Leute, ne? Das war wieder anderes Internet. Das wird doch ein 500-Stunden-Special, bis Anno mal gewinnt. Ja. Oh. A never-ending story. So, Kenny Valvo macht es besser. Genau, Kenny Valvo, folgende Frage an euch in die Quickrunde. Romulana. Ordnen Sie die Wörter so, dass der Titel der zweiten Episode der zweiten Staffel rauskommt. Der Tempel Apoll des. A, B, D, C. Der Tempel des Apoll. Okay. Schauen wir uns das Ergebnis an. Die richtige Antwort. Wie war das mit? Die kriegen immer so leichte Fragen. Echt mal. Ja. Bei uns kommt jetzt, wie hieß das Gerät, das. Das Multifunktionsgerät. Bitte in 4 Fragen aufteilen. Sayobe Dagome, ordnen Sie die Figuren chronologisch danach, wann sie zum letzten Mal in einer Episode vorkommen. Uhura, ja. Rand, McCoy, Matt. Haha. Ich weiß nicht. Ich würde sagen A, B, D, C. Ja. Klingt gut. Klingonisch ist aber so. A, B.
Entschuldigung. Schauen wir uns Zeit war schon vorbei. Entschuldigung. Das ist auf jeden Fall eine Verschwörung im Raum. Aber echt. Aber der letzte war richtig. Ja. Ja, Kenny. Ach, das ist ein typisches Vulkaniergeräusch. Also nicht mal andere Satzfragen beantworten kann. Wir schneiden nicht wieder aus, Kenny. Auf mysteriöse Art und Weise. Antworten Sie die nächsten 15 Fragen und gewinnen Sie 1 Million. Es gibt kein Zeitlimit und Ihnen stehen 3 Joker zur Verfügung. Viel Glück. Spielen wir Wer wird Millionär? Viel Glück. So, sie kommt gleich, Moment. Von wem wurde Captain Kirk in Star Trek gespielt? Johnny Depp, Tom Hanks, Brad Pitt oder William Shatner? Ich weiß es. Tom Hanks. Wer ist denn dran? Du. Hier. Oh, das ist aber schwer. Sie haben immer noch 3 Joker. Wilhelmine Shatner. Wilhelmine. Ausgeschieden. Diese Antwort ist korrekt. Bombe. Sie haben 100. Das ist wohl Wilhelmine. Mit Ron in der Nebenrolle als Spock, ja. Und das Spiel ist heute auf eurer Seite. Ja. Na dann, viel Glück. Ja. Oh, Anno. Wo wurde Captain Kirk geboren? USA, Italien, Russland, Pakistan. Ich schätze mal USA. Das ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Pakistan. Sie haben 100. Hui. Romulus. Romulus, genau. Also Italien. Ja. Viel Glück. Wir sind dran. So, Sayobe Dagome. Was ist McCoys Arbeitsplatz auf der USS Enterprise? Staatsballett, Lazarett, Himmelbett oder Minarett? Also, das Himmelbett finde ich ja schon sehr komfortabel, aber... McCoy, die Hure. Ich denke... ja. Diese Antwort ist korrekt. Gut gemacht. Sie haben 100. Bei Staatsballett hätte ich McCoy auch gern gesehen. So, 100 Euro haben wir schon mal alle richtig. Juhu. Okay, jetzt werden wir gleich wieder aus Versehen auf die falsche Antwort geklickt. Bei 100 ist es doch einfach. Auch noch keine ausgeschrieben. Welcher Satz wird Captain Kirk zugeschrieben, ist aber so nie in Star Trek vorgekommen? Oh, wie schwer. Beam me up, Motti. Beam me up, Hottie. Beam me up, Scotty. Oder beam me up, Dotty. Das liegt an Ihnen. Beam me up, Romulana. Entschuldigung, gibt's nicht. Ich habe Lust auf eine Scotch, also C. Also ich wäre für 50-50. Das ist die richtige Antwort. Ja, fliegen Hottie und Dotty raus. Das müsst ihr, ja, genau. Bisher hatten sie keine Probleme. Eben noch mal. Ja, bitte. Auf welche nicht tödliche Stufe sind Phaser üblicherweise eingestellt? A. Verstümmeln. B. Beleidigen. C. Verärgern. Oder D. Betäuben. Das erinnert mich an das nicht tödliche Feuer aus Star Trek Online. Ich finde, ja, das ist die super richtige eigentlich. Antwort. Beleidigen und verärgern. Ja. Das ist eigentlich alles. Es könnte gut sein auf diesem Planeten, wo man über Emotionen braucht, um diesen Virus loszuwerden, was wir gestern gelernt haben. Ja. Was stimmt? Ziehst du auf deinen Phaser und kommst so, du! So, Sayobe und Dagome, was machen Tribbles besonders schnell? Schach spielen, lesen, sich vermehren oder tanzen? Ich weiß es. Sag's. C. Kleine Baby. Das ist die richtige Antwort. Ist das süß. Sie haben schon wieder getan. Ich glaube, ich muss das Internet gleich wieder ziehen. Läuft zu gut für euch. Nein. Probieren Sie es doch einfach. Angst. So, Valvorik Kenny, welches Gerät kann die Oberfläche eines Planeten scannen und Daten ermitteln? Phaser, ja. Transporter, Tricorder, Deflektorschild. Kugelschreiber. Tricorder. Servo. Ja. Das ist die richtige Der Antwort. Der kann das bestimmt auch. Servo kann alles.
Devil Rules the World. Sie können es genauso gut probieren. Na los. Wo wurde Kirk ausgebildet? Sternflottenakademie, Universität Oxford, Marshandelsschule oder Weltraumschule? Geht nur noch Hogwarts. Das ist die richtige. Ja. Das wäre schwer. Ja, aber du hast es, Kelly, nicht gesagt, welche Antwort du genommen hast. Sternflottenakademie, ich denke mal, das ist. Ja, im Vergleich zu den anderen. Ich habe gezweifelt, aber ich glaube. Du warst für Marshandelsschule, oder? Hm. Ja, ich habe geschwankt. Welche Auszeichnung, also geht, geht jetzt übrigens an Sayobe und Dagome, welche Auszeichnung wurde Frank Gorshin für seine Rolle in Bele Jagd Lokai nominiert? Ein Grammy, ein Nobelpreis, ein Emmy oder ein Oscar? Also, B schließe ich aus. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Also, A, ein Musikpreis ist, soweit ich weiß, wenn überhaupt. Ja. Und C, wahrscheinlich, gar nicht. Wahrscheinlich der Preis von Alice Schwarzer für ihre Emma, die diese Frauenzeitschrift ist, würde ich sagen eher D. Ja, der Emmy ist doch auch so ein Ding. Ja, der Emmy ist auch ein. Der Emmy ist der TV aus, das Pendant zum Oscar. Oscar ist für Filme, TV ist Emmy. Ach so? Wollt ihr eure Antwort vielleicht nochmal überlegen? Weißt du die Antwort, Anno? Ich wusste ja. Es nicht. Okay, dann ist es C. Vielleicht ist es auch A, weil er vielleicht gesungen hat in der Rolle. Ich will euch gar nicht tippen im Hintergrund übrigens. Wir tippen nicht übrigens. Ja, nee, wir lassen uns nicht ablenken. Ist es doch. Hat er gesungen? Nein. Nein, er hat nicht gesungen. Aber ich weiß, ehrlich gesagt, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht den Unterschied zwischen den Zweien. Sie können auch den Publikumsjoker einsetzen. Also das ist auf jeden Fall nur Filme. Das ist auf gar keinen Fall. Und einer von den beiden ist Musik und einer ist TV. Wobei ich eher das auf TV schätze. Der Emmy ist TV. Der Grammy ist Musik für Grammophon, glaube ich, irgendwie sowas. Sieht doch aus, so ein altes Grammophon-Dings. Ja, genau. Also ist es dann der Emmy, ja? Ich hätte gesagt jetzt Emmy, ja, spontan. So. Wieso schreibt ihr mich eigentlich alle an? Ich kann an? Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Weil du nichts zu tun hast. Achso, yeah. Das ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Super. Kein Problem, habe ich gerne gemacht. Danke. Das wollte ich hören. Mein Gott. Meine Taskleiste wird immer kleiner vor Skype-Nachrichten von euch. Er schickt sich gleich wieder, dann habt ihr die falsche Antwort. Hat ein Profi-Let's Player nicht auf beschäftigt gestellt, Skype? Probieren Sie es doch. Wie kann denn das passieren? Hoppala. Er ist froh, dass er Skype hat. Ja. Sei froh, dass er keine Geschenke kriegt in Steam. Omolana. Kenny, halt dich zurück. So, Valvori Kenny, folgende Frage an euch. Welcher dieser Episodennamen geht auf dem Ausdruck eines römischen Dichters zurück? Spocks Gehirn, Reise nach Babel, der erste Krieg, Brot und Spiele. Ich hätte jetzt D gesagt, oder? Kann ich mir so als einziges auch als Folge irgendwie vorstellen, so mit Battle und so. Bam, 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 bam. Bam. Nach Babel. Ja, das ist Ihre Entscheidung. War das nicht sogar hier, Könnt schon sagen. Sokrates oder so, der das sagte? Irgendeiner von denen. Ja, Sokrates sagt es Boxgehirn. Ja, das hat er gesagt. Der berühmte Ausspruch von Sokrates. Boxgehirn! In dem Moment stand ich neben ihm übrigens. Du hast ein Selfie gemacht. Ja, ich habe nicht abgelehnt. Soki und ich, weißt du? Soki. Jemand ganz petto. Merkel hat sich auch noch aufs Bild gedrängelt. Hier im Hintergrund so mit zwei Fingern hoch. Mit ihrer Raute. Ja, im blauen Kleid, das sie immer trägt. Das liegt an ihm. Das weiß ich nicht, das war hinter mir. Im Badeanzug, das hat er rausgeschnitten. War nur ein schwarzer Balken im Hintergrund. Großer schwarze Tonne um sie rum. Machst du jetzt richtig Brot und Spiele? Soll ich es annehmen, ja? Ich weiß es nicht. Klick drauf. Nein! Gut gemacht, das ist die richtige Antwort. Kann ich schon sein. Wir sind raus. Es war aber richtig. Ich hätte euch schon nicht durchfallen lassen. Gott sei Dank. Ihr habt heute einen quasi nochmal Sonderboni zusätzlich. Sonderboni bis zur Million. Wir haben Sonderboni. Der Anno-Joker, also der gestern schon so erfolgreich war. Ja, ja. Romulaner. Von welcher aggressiven Rasse werden Kreuzer der D7-Klasse gesteuert? Vulkanier, Romulaner, Trippels oder Klingonen?
haben die mit ihren Tribbles? Romulaner. Die haben doch gar keine Daumen, die können nicht. Sie könnten den Telefonjoker einsetzen. Das ist übrigens auch noch, ne? Nivia. Als schlechteste Klospülung auch der Hetty. Ja. Beschleunigungseinheit. Aktivieren. Ich kann grad nicht. Ich meine, die Piranha, die sind sowas von aggressiv. Ja. Sie haben ihre drei Joker noch nicht angerührt. Ach. Denk dran, du hast sowas schon mal gehabt, Anno, ne? Ja. Das Problem ist, die Romulaner und Klingonen waren mal 100 Jahre verbündet und haben dieselben Schiffe gebaut. Und das wurde auch... Hier, das Ding hatten, glaube ich, beide. Dann überleg, wer das nur in der ersten Staffel hatte und überleg, ob du nicht das Publikum fragen möchtest. Oder 50-50. 50-50 ist ja. Ja, fliegen Vulkanier und Tribbles raus. Super. Ja. Das auf jeden Fall. Ich gehe, glaube ich, Risiko. Ja, Kenny, du auch noch. Ich will dich einfach darauf klicken. Jetzt habe ich euch alle in meiner Taskleiste. Es ist ihre Entscheidung. Yeah. Aber ich kann es nicht öffnen. Wenn ich das öffne, ist die Aufnahme am Schrott. Ins Internet und so. Ist echt peinlich, dass ich jetzt schon so früh echt kopfvolles Risiko. Diese Antwort ist korrekt. Das klingt doch mehr so schon Richtung Klingonen, oder? Ja, ist schon. Die Romulaner sind eigentlich nicht aggressiv, oder? Ja, weil die Romulaner ist irgendwie alles mit so ne, mit Bird, war ich mal der Meinung. Warbird. Ja, oder mit irgendwelchen Apostrophen und so darüber. Und naja. Rumdunduz. Derix. So, Sayobe und Dagome. Konzentration. Bin schon ganz still. Wer ist Kirks erster Offizier auf der USS Enterprise? Chekhov, Uhura, Sulu oder Spock? Das darfst du beantworten. Ich möchte nicht. Okay, ich will auch Hurra für euch nennen. Ich hätte gerne den 50-50-Joker. Ja, wir nehmen natürlich D. Ich sage D, ja. Ja. Yeah. Diese Antwort ist korrekt, gut gemacht. Und das hatten wir auch schon gewusst, bevor der Moderator das eingeloggt hat. Das hatten wir schon gewusst, bevor die Ding hier gestellt wurde, die Frage überhaupt. Ihr Klugscheißer. So, Kenny Valvorik. Dies ist die letzte Frage, bei der die Gefahr besteht, leer auszugehen. Was trifft auf die Borgia-Pflanze zu, die in das letzte seiner Art vorkommt? Was? Was trifft auf die Borgia-Pflanze zu, die in das letzte seiner Art vorkommt? Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Vorkommt. Jetzt hört auf mich anzuschreiben, das plömmt dann dauernd in der Aufnahme sonst. A, giftig, B, kann sprechen, C, wächst auf dem Mars, D, Sulus Lieblingspflanze. Oh, bitte, Leute. Zweimal professionell. Borgia-Pflanze? Es ist Science-Fiction der 60er Jahre. Kann ich sprechen oder was? Nein. Ich kann die Entscheidung nicht abnehmen. Dann würde ich sagen, mag Sulu bestimmt ganz gern. Aber sie könnte auch giftig sein. Giftig ist ein bisschen zu herkömmlich. Und auf dem Mars wachsen. Und sprechen. Und sprechen. Eine auf dem Mars wachsende, sprechende Pflanze, die giftig ist und Sulu gerne mag, ja. Sie haben ihre drei Joker noch nicht angerührt. Die bitzelt so schön. Die macht die Zunge so taub. Stille. Also das mit der 60er war jetzt noch nicht so der Hinweis. Borgia? Wer ist jetzt um eine rote Stunde gegangen oder es so? Es liegt an Ihnen. Borgia? Borg? Mhm. Assimiliert andere dort. Was ist denn das Böseste von allen? Die Borg-Queen. Kann sprechen. Ist giftig. Ja. Also, was ist denn die schlimmste Rasse im Star Trek-Universum? Das ist ihre Entscheidung. Ja, die Borg. So, was ist die böseste Antwort? Kann sprechen, Sulus Lieblingspflanze, Mars oder... Ja! Das ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Hat das miteinander zu tun? Die Burg giftig? Nein, aber es ist böse und böse. Also, okay. Anders wusste ich nicht, wie ich so... Wo die Bösesten sind eigentlich die 8472.
Aber nicht in der ersten Staffel. Die gab es zu der Zeit noch gar nicht. Dies ist die letzte Frage, bei der die Gefahr besteht, leer auszugehen. Und die Tribbles nicht zu vergessen. No. Die könnten auch giftig sein. In welcher Episode besucht die Besatzung der Enterprise den Planeten Organia? Außenteam Organia, Kampf um Organia, Krieg um Organia oder Landurlaub auf Organia? Das ist da ist die alles Landurlaub. Es ist Ihre Entscheidung. Hättest du nicht gestern gesagt, dass es nur eine Folge gab, die Landurlaub hieß? Ja, es ist aber nicht Landurlaub auf Organia. Nein, weiß ich. Okay. Mhm. Also für Kenny, die Antwort ist B, Antwort. Kampf um Organia. Geil. Wäre jetzt auch so ein weiß ich. Oh. Ich habe eigentlich so einen Rülpser erwartet, aber okay. Nein, hallo, ich habe Benehmen. Ja, du sitzt wieder nackt da, ne? Zack, Abo weg. Dies ist die letzte Frage, bei der die Gefahr besteht, leer auszugeben. 4,99, ja. Wir müssen das Special an dieser Stelle unterbrechen. Ja. Wir müssen warten, bis Anno wieder 500 hat. Ja. Hier sitzen wir jetzt aus mit euch zusammen. Ja, wir warten hier. So, Sayobe und Dagome. Wie lautet der Titel der Episode, in der die Enterprise-Crew auf Trelane trifft? Tödliche Spiele auf GOTOS. Ich kann Ihnen Zeit, die Entscheidung nicht abnehmen. Auf Andromeda 2 oder auf dünnem Eis. Ja. So, jetzt bin ich auf dein Fachwissen angewiesen. Jetzt bin ich auf dein Fachwissen angewiesen, Sayobe. Ja, klingt alles nett. Also. Es liegt an Ihnen. Ist Trelane ein Planet? Nein, Trelane ist ein Halbgott, so eine Art Q. So eine Art Q. Also so griechisch, so griechisch. Dann hätte ich gesagt, würde Gotos. A? Ja, Gotos würde passen, so Göttlichkeit und so, ne? Ja. Diese Antwort ist korrekt. Das wussten wir. Ja, per Ausschussverfahren war das ja einfach. Wie sie wieder mit den Fäusten applaudiert. So, Kenny Valvorik. Ja. Sie können bei dieser Frage nichts verlieren. Stille. Wie lautet der Titel von Episode 6 aus der zweiten Staffel? Da. A. Planetenkiller. B. Weltraumdieb. C. Galaxieräuber. Oder D. Sternenmörder. Rein von der Betonung hätte ich jetzt Sternenmörder gesagt. Ich hätte das dritte, glaube ich, gesagt. Irgendwie hat das da sich so... Galaxieräuber? Betonung habe ich keine gegeben, aber... Am Sinn her hätte ich A gesagt. Ja, kurze Frage. Ich hätte eher B gesagt. Toll. Ist das STO-konform? Oder ist das ein ja, STO? Sie können auch den Publikumsjoker einsetzen. Weiß ich's. Wie STO-konform? Achso, Star Trek Online. Hm. Ja. Da kommt es auch drin vor. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr so weit wart. Also, dann sag ich ja dann vom Sinn her A. Was darf ich für euch einloggen? Ich glaube, die Gemeinde hat A gesagt. Sehr gute Entscheidung. Ich weiß, danke. Puh. Richtig! Diese Antwort ist ich trage hier die Gruppe, ich möchte das nur noch super mal gespielt. Erwähnen. Viel Spaß dabei. Und schwer? Oh, geht so. Er ist der Körper, du bist das Gehirn, Kenny. Sie können sich genauso gut einmal die nächste Frage anschauen, Sie können nichts verlieren. Das gut geht. Wie lautet der vollständige Titel der 18. Episode aus der zweiten Staffel? Das Loch im A, Himmel, B, Zeitkontinuum, D, Deflektorschild oder D, Weltraum. Ich bin für Doppel-D. Habe ich D doppelt? Nein. Der Himmel ist im Weltall jetzt nicht so häufig. Ich kann die Entscheidung nicht abnehmen. Das Zeitkontinuum existiert, finde ich, erst mit Q. Deflektorschild könnte man sagen. Könnte wehtun. Das wäre allerdings auch nur ein ganz normaler Schaden von einem Torpedo, also ne, das könnte in jeder Episode vorkommen. Also bleibt eigentlich nur noch der Weltraum. Oh.
auch. Und Anne ist raus. Ja, genau. Zeitkontinuum wäre es gewesen. Gut gemacht. Das ist die richtige Antwort. Himmel. Aber das wollen wir ihnen nicht geben. Der Himmel so kategorisch ausschließen, muss rausfliegen. So, Sayobe Dagome. Ja. Jetzt haben wir ja nichts zu verlieren, ne? Der geht schon fast wieder. Sie können die Frage genauso gut beantworten. Sie können nichts verlieren. Konzentrier dich bitte. Wie immer. Welche Kristalle, die auf Tryois Schmucksteine sind, sind ein wichtiger Bestandteil von Warp-Reaktoren? Omega-Partikel, Perihelium, Antimaterie oder Delizium? Also das einzige Material, was mir hier Star Trek-mäßig bekannt vorkommt, ist D. Ja. Ja, Antimaterie gibt es sicher auch, aber... Delizium ist, glaube ich, das Einzige, was in Kristallform vorkommt, oder? Ich glaube auch. Also ich hätte jetzt auch D gesagt. Ich hätte auch Delizium gesagt. Antimaterium-Kristall habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Es ist Ihre Entscheidung. Ich glaube, Antimaterie war immer so ein, ich glaube, Gas oder sowas, ne? Ja. Das, ja, gibt es zwar auch, aber... Doch, sagt Materie, der Name ja schon. Antimaterie. Und Omega-Partikel ist irgendwie, stimmt, Antimaterie, glaub, es ist keine feste Materie. So schließt man es aus. Und Helium ist ein Gas. Ist ja eher so Lichtreflektor oder sowas. Das heißt ja auch schon, dass Partikel ist. Das klingt jetzt auch nicht so nach... Mhm. Helium ist auch eher Gas. Oder ist Omega-Partikel nicht irgendwas, was in Richtung Next Voyager. Generation oder Voyager vorkommt? Was das ist so die richtige Antwort. Viel Energie hat oder sowas? Das hat so viel Kraft, dass es einen ganzen Sektor zerstören kann. Ja, genau. Ah. Aber ist kein Kristall. Nee, ist eine Kugel so. Ist eine Kugel. Partikel halt. So. Keine Valvorik. Immer diese Cues. Verdammte Cues, ja. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Sie müssen nicht mitziehen. Welche Position nimmt Uhura auf der USS Enterprise ein? 69. Kommen die... Ja, war gut. Okay. Auf den medizinischen Offizier oder... Ja, egal. Also Kommunikationsoffizier, ja. Chefingenieur, Navigator oder medizinischer Offizier? Ah. Und 69. Diese Antwort ist korrekt. Gut gemacht. Gleichzeitig. Das ist fantastisch. Sie spricht und kommuniziert... Ja. Aber nachdem das eh klar war, haben sie es nicht mehr reingeschrieben. So. Wir kommen in Frieden. Egal, wie hoch da kommen. Ne? Sie haben es. Oh Gott. Sehen Sie sich an. Niveau auf Höchstpunkt. So. Wer machte Kirk das Leben auf der Sternenakademie schwer? Doyle, McCafferty, Finnegan oder O'Brien? Das war natürlich Finnegan. So. Wenn du das sagst. Jo. Ich wollte nur noch auf das Niveau am Höchstpunkt hinweisen. Das ist die richtige Antwort. Wir haben es geschafft. Die schönen Skype-Nachrichten in meiner Taskleiste. So, Sayobe und Dagome. Yes. Wir sind bereit. Mhm. Konzentriert. Bei der Frage haben Sie Zeit. Denken Sie mal nach. Triples und welche andere Rasse stoßen einander ab? Korridaner, Menschen, Klingonen oder Vulkanier? Also, wenn ich jetzt nach Star Trek Online gehe, hätte ich getippt auf A. Was ist A? Ja, weil alle anderen können es im Inventar haben. Ja, genau. Boah, ihr habt so einen Vorteil, ey. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Anno hat es noch nicht geklickt, also nehme ich an, es stimmt nicht. Korridaner wäre A. Denk nochmal scharf nach. Also ich hätte jetzt gesagt, die einzige Rasse, die wirklich bei Enterprise vorkommt, die haben ja Stress, glaube ich, mit denen irgendwie, ne? Gibt es da Probleme mit, oder nicht? Mhm. Hätte ich jetzt spontan vermutet, dass das eventuell Vulkanier wären. Weil so Menschen, keine Ahnung, gibt es zu viele von. Ich glaube auch, dass es eher mit Vulkaniern zu tun hat. Dass du die eventuell Hirnmatsche machen oder so. So viel zum Thema, wir haben einen Vorteil, weißt du. Da die eh was gegen Sex haben im herkömmlichen Sinne. Also um es vielleicht mal zu erklären, fragen ein Tribble ist ein ungefähr 10 bis 12 Zentimeter großer Plüschball. Ja, ich weiß. Ja.
Aber die vermehren sich ja wie Hulle. Ja. Wie Gremlins. Wie soll das welche von diesen drei oder vier Rassen würde denn etwas gegen gurrende, zirpende Flauschbälle haben? Ich würde das von ihr Schwert durchjagen. Wer? Die Klingonen. Denke ich. Ja, die machen ja auch solche Geräusche. Aber. Die mögen nichts, was niedlich und knuffig ist. Und das ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwie rauszukritzeln. Sie werden diese Frage. Es würde mich interessieren, ob auf der Klingonenseite in STO, ob es da Schwimmel gibt. Ich glaube, man kann die nicht ins Inventar nehmen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil eigentlich können die sich auf den Tod nicht leiden, aber die Klingonen haben echt einen Krieg gegen diese kleinen Flauschknäule geführt. Okay. Aber von diesen Korridianern habe ich noch nie was gehört. Ich auch nicht. Das klingt wie so eine Zahntablette. Wahrscheinlich so. Haben Sie Korridor, das ist halt ein Korridor. Sie müssen dabei nicht mit. Die legen wir immer nur da drum. Oder ist eine, verrostete. Nennen wir es liebevoll Redshirt. Ja. Ein Korridianer. Verrostete Rasse. So. Kenny Valvorik. Wofür steht das M? In einem der Grundprinzipien der vulkanischen Philosophie, abgekürzt Umok. Sie haben immer noch den 50-50 Joker. Multiplikation, Minimum, Mannigfaltigkeit oder Maximum? Maximum. Scheinbar nicht. Also ich muss gestehen, ich bin gerade selbst noch am. Ich hätte jetzt gesagt, entweder Minimum oder Maximum. Also ja, wenn das alles schon da steht. Nicht zu den Vulkaniern, oder? Es liegt an Ihnen. Ja, aber mit Minimum Aufwand oder sowas, irgendwas in der Richtung? Oder Minimum Gefühl? Nee, Minimum, weil das ist ja, die versuchen ja möglichst wenig Einsatz und viel, ne? Ja. Ja. Risiko oder absichern? Wollte eigentlich lieber absichern, weil, also ich. Also ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Tipp. Ich bin relativ der Meinung, dass zumindest. Das, Sie können diese Abkürzung steht für unendliche, für unendliche Kenntnis. Unendliche Maximum für unendliche Kenntnis? Deswegen ergibt eigentlich für mich nur das der einen Sinn. Sein. Man ja ich bin mir aber nicht sicher, ob das das Richtige ist. Ja, komm. Wollt ihr noch einen Joker nehmen? Das ist jetzt mein Tipp. Ich kann es euch nicht versprechen. Wollt ihr einen Joker noch? Ah, machen wir den anderen Joker, Mannigfaltigkeit. Wollt ihr? Es ist Ihre Entscheidung. Boah, gut gemacht. Das ist die richtige Antwort. Puh. Ihr wollt die eine Sie werden schaffen. Immer besser. Nö. Ja, da braucht man den Joker noch. Wobei Publikum, naja. Stimmt, das ist irgendwo raus. Joker bei 1 Million Euro, das ist mutig. Wenn du keine mehr hast, nimmst du alles. Alles her damit. Sie müssen diese Frage nicht beantworten. Wer schrieb die berühmte Star Trek Titelmelodie? John Barry, Henry Mancini, Burt Bacharach oder Alexander Courage? Das ist die Kenny Alexander. Genau. Okay. Also C hätte ich das ist die richtige aufgeschlossen, Antwort. Bei den anderen hätte ich es nicht gewusst. Das ist absolut fabelhaft. Du hast dich jetzt aber mit viel Courage aus dem Fenster gelehnt. Ja. Ich hätte Helge Schneider gesagt. Oh, Alter. Es gibt Baby, es gibt Star Trek. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Sehen Sie sich's gut an. So, Sayobe und Dagome. Wer verliebt sich in der Episode Strahlen greifen an? In Lieutenant Mira Romani, McCoy, Ula. Scotty, Kirk oder Sulu? Ist das die Folge, wo die abstürzen? Nein, das war Galileo. Ach so. Okay. Das ist die Episode, in der die Strahlen angreifen. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht anbieten. Aber das hatten wir gestern auch. Was greift irgendwas an? Das hatten wir aber auch mit Strahlen. Ihr hättet sie gerade sehen sollen. Angreifen und dass sie sich dadurch verändern und sich dann... Zum Kugelschreiber verändert? Nein. Oder irgendwann hat er gesagt, McCoy hat sich verliebt. Aber ist... Da,
Da verliebt sich jeder, das ist so. Das waren die 60er. Da gab es nichts anderes, da hat man sich halt verliebt, mein Gott. Ja. Da gab es kein Internet, da hat man sich halt verliebt. Was Kirk hat sich jede zweite Folge verliebt und die anderen dann irgendwann zwischendrin mal. Ich glaube A. Ich habe keine andere Idee. Aber nachdem, ja, eben, nachdem unser der Mauszeiger so gar nicht reagiert, tippe ich einfach mal auf Scotty. Was? Der hat sich auch mal verliebt. Scotty hat von den diese Antwort ist mal, anderen noch die meisten nehmen. Super gespielt. 10. Bitches. Was der Alkohol doch alles für dich macht. So, Kenny, das sagt immer nur, ich habe da was im Maschinenraum. Was bei der Frage ist, haben Sie Sie müssen diese Frage nicht beantworten. Kolben zeigen, aber lassen wir es. Wie lautet, also das ist einfach, wie lautet die Registriernummer des Raumschiffs Enterprise? NCC 1701, NCC 1602, NCC 1800, NCC 1503. Kleiner Tipp, es sind nicht die zwei Anno-Titel. Sind das nicht sogar drei Anno-Titel? Nein. Ja, drei, ja, stimmt. Willst du okay, darauf wirklich eine Antwort? Gut, zwei der drei Anno-Titel sind es nicht. Also, weil Warwick zeigt mir dann. Was? Idiot. Das Gesicht hätte ich gerne dazu gesehen, ey. Ich darf einloggen, ja? Ja. Aus. 1945. NCC 69. Das ist die richtige Antwort. Ein Bild von Uwe das daneben. Ist absolut fabelhaft. Who no man has gone before man durchgestrichen. Where every man has gone before. Sie haben Zeit. Entschuldigung. Ja, klar. Niveau sehen Sie sich gut an. Und so. Ach du Heilige. Welche Position hat Dela innerhalb der skalosianischen Gesellschaft? Oh mein Gott. Oberste Wissenschaftlerin, hohe Priesterin, Königin oder Gladiatorin? Es ist Ihre Entscheidung. Das ist Ihre Entscheidung. Boah, kann ich nicht die Registriernummerfrage nochmal haben? Nein. Nein, du bist Anno. Du bist der hier, der mit dem besten Wissen haben wir gehört. Also. Was ist denn die skalosianische Gesellschaft für eine Gesellschaft? Jetzt versuch doch mal jede Antwort einzeln auszuschließen. Dann kommst du bestimmt auf. Also ich bin der Meinung, es müsste diese Folge sein. Die Antwort sein. Ist falsch. Nein! Die richtige Nein! Antwort ist C. Also noch ein Special. Er besteht aber auch auf seinen drei Jokern, ne? Er muss, wenn er rausfällt, dann immer mit drei Jokern. Ja. 2000 Euro. Ist doch egal. So Spaß machen. Scheiße, war. Hohe Priesterin Königin. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Liebe Leute, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein.